Hi, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr höchstwahrscheinlich in der Vorschau schon gesehen habt, geht es um etwas komplett anderes. Habe ich hier auf meinem Kanal noch nicht gemacht, aber ich dachte, es wird Zeit dafür. Ihr habt mit Sicherheit alle, wenn ihr meinem Kanal schon länger folgt, wenn nicht, dann macht das unbedingt, mitbekommen, dass ich in den letzten Wochen wieder mehr an meinem Körper arbeite, auf meine Ernährung achte und wieder regelmäßig Sport treibe. Ich selbst bin gelernte Sport- und Fitnesskauffrau. Das liegt einige Jahre zurück, aber so ein bisschen Basiswissen behält man dann doch, vor allen Dingen, wenn es darum geht, welche Muskulatur bei welchen Übungen beansprucht wird, wie man am besten atmen soll, wie man Übungen am besten ausführen soll. Sowas vergisst man einfach nicht. Und genau deswegen habe ich mir gedacht, testen wir jetzt mal ein Online-Training, das so frei zur Verfügung steht, und zwar auf YouTube. Und das ist das Beginner-Training von Pamela Reif. Das Training ist ein Full-Body-Workout, so wird es ausgeschrieben, dauert 20 Minuten lang. Und wie es mir bei dem Training gegangen ist und was ich dazu zu sagen habe, das zeige ich euch jetzt mal. So, dann legen wir mal los, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt wird, ob das was wird. Aber ich habe das Training schon vor mir vorbereitet und ich versuche es jetzt einfach mal mit euch zusammen umzusetzen. Ich habe mich jetzt für das 20 Minuten Full Body Workout entschieden, weil das ein Beginner Workout ist und man kein Equipment braucht. Und dieses Video dauert auch nur 22 Minuten. Also ich denke, vielleicht noch mit Aufwärmen oder Abwärmen. Wir gucken mal rein. Okay, also es geht direkt los. Man hat tatsächlich genau 10 Sekunden Vorlaufzeit. Und dann steht beschrieben, was für eine Übung kommt. Also es steht jetzt Jumping Jacks da. Und da muss man auch schon direkt loslegen. Was ich direkt schon sehr cool finde, ist, dass es eine Uhrzeitanzeige gibt. Also man weiß, wann man die Übung geschafft hat. Das mag ich. Es sind jetzt 30 Sekunden. Schon einer meiner Hassübungen direkt am Anfang. Oh, es geht direkt weiter. Also man hat auch keine Pause. Walking Plank. Ich versuche mal, ihr Tempo zu schaffen. War's schon. Und weiter geht's mit Jumping Jacks. Also man hat tatsächlich keine Möglichkeit, irgendwie länger Position zu wechseln. Und nochmal dasselbe. Also Übung wiederholen finde ich gut, weil man dann einfach so ein bisschen reinfindet. Wow, die habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Eine noch. 5 Sekunden. Ah, sie macht noch eine. Okay. Ah, Rest. Next Squat. Also es steht jetzt 30 Sekunden Rest. Das brauche ich auch tatsächlich schon. Stößchen. Die nächste Übung ist ein Squat, also Kniebeuge. Auch wieder 30 Sekunden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es beim ganzen Training halt keine mündliche Beschreibung gibt, auf was man achten muss. Das finde ich jetzt tatsächlich nicht so beginner-like. Also die Übungen vielleicht schon, aber die Ausführung ist dann vielleicht für manche schon schwieriger. Squat with cross irgendwas. Okay. Ihr Tempo finde ich tatsächlich sehr angenehm. Ich dachte, das wird vielleicht schneller. Oh. Ja, also bei so einer Übung fände ich es jetzt gut, wenn irgendeine Beschreibung da wäre, auf was man achten muss oder was man machen kann, wenn es einem schwer fällt. 3, 2, 1. Oh. Okay.
Hier ist zum Beispiel Bauchspannung super wichtig. Davon sagt man halt jetzt nichts, ne? Also sie. Das finde ich ein bisschen doof. Dann geht's wieder weiter mit Squats. Okay, wieder 30 Sekunden Pause. Also ich finde so einen Durchlauf eigentlich von den Übungen sehr cool. Aber wie gesagt, mir fehlt einfach so ein bisschen das motivierende Dazureden. Und auch, dass man einfach nochmal dazu sagt, auf was bei der Übung geachtet werden muss. Die 30 Sekunden Pausen dazwischen finde ich tatsächlich sehr cool. Vor allem für Anfänger zum Trinken oder so. Jetzt geht's weiter auf dem Boden. Bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube, ihre Bauchübungen sind sehr gefürchtet. Oh mein Gott. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Also wenn man nicht auf die Uhrzeit guckt oder hört, dann wird es schwierig mit der Zeit. Und noch ein Plank hinterher, natürlich. Oh Gott.
Male immer wieder wiederholt. Pause. Wow. Ich bin richtig nass geschwitzt. Es geht wieder auf den Rücken. Also ich finde, wenn so Pausen sind, ist der Übungswechsel gut durchzumachen, aber sonst ist es stramm ohne mündliches Dazusagen, wenn wir nicht wissen, was als nächstes kommt, da dran zu bleiben. Bei der Übung ist einfach mein Bauch im Weg. Ich mache normale Crunches. Die macht jetzt schon seit 5 Sekunden die nächste Übung und ich habe ihn noch nicht mal umgedreht. Wow, ich glaube, ich habe den Bodenteil geschafft. Es sind 30 Sekunden Pause jetzt und dann steht da Squat with Stretch. Also ich gehe mal davon aus, dass das Sumo-Squats sind. Aber ich weiß es nicht, weil sie es nicht beschreibt. Also kommen wir mal wieder hoch. Oh Gott. Ich finde es schön, dass beim Stretching die Übungen wirklich 30 Sekunden gehalten werden, weil das unterschätzen viele. Also das mag ich. Da finde ich, muss jetzt auch nicht viel geredet werden, außer vielleicht dazu zu sagen, welcher Muskel gedehnt wird. Weil das weiß ja unter Umständen auch nicht jeder. Das war anstrengend. Okay, wie man erkennen kann, ich bin durch. Das war wirklich tatsächlich sehr intensiv. Ein bisschen schwierig mitzuhalten mit dem Tempo. Aber die Übungsreihenfolge, also die Abfolge war gut. Die war halt sehr schwierig, weil dieselben Muskeln nacheinander in anderen Belastungen oder anderen Übungen belastet wurden. Und dadurch ist es dann natürlich irgendwann so, dass der Muskel ermüdet ist. Aber das ist gut für den Muskelaufbau. Also ich weiß nicht unbedingt, ich gehe jetzt mal duschen und dann quatschen wir noch eine Runde darüber.
ich selbst würde mein Fitnesslevel definitiv als blutiger Anfänger einstufen. Wie gesagt, ich habe erst vor einigen Wochen wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Regelmäßig heißt bei mir dreimal die Woche. Also dreimal die Woche ziehe ich in jedem Fall durch. Das klappt mit dem Training, was ich sonst immer mache. Wunderbar, weil ich eben ein angepasstes Workout habe. Trainings, die aufeinander abgestimmt sind und eine gewisse Reihenfolge haben. Aber ich war einfach sehr, sehr neugierig, was denn ein Workout, was man einfach so aus dem Internet holen kann, für mich bringt, wie das ist, also ob das gut beschrieben ist, ob man da gut mitmachen kann, ob das einfach was ist, was man zwischendurch mal machen könnte. Und ich habe natürlich deswegen das Training von Pamela Reif genommen, weil ich mitbekommen habe, wie viele Menschen die Programme von Pamela machen. Ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man fortgeschrittener Sportler ist oder wenn man sowieso regelmäßig ins Fitnessstudio geht, seinen Körper gut kennt und weiß, wie man welche Übungen machen kann, jedes Training machbar ist. Also ich glaube, wenn man sportlich ist, wenn man weiß, wie die Übung funktioniert, wie man sie sauber ausführt, welche Muskelgruppen trainiert werden, dass man isoliert trainieren kann, kann man so gut wie jedes Training nachmachen und dann gibt es da auch keine Gefahren dabei, dass man sich irgendwie Muskelkater holt, einfach sich nicht irgendwie was wehtut, sich nicht verspannt und so weiter und so fort. Also ihr versteht, was ich meine. Aber ich war einfach sehr neugierig, weil da eben 20 Minuten Beginner-Workout steht und da habe ich dann einen gewissen Anspruch dran. Was mir schon mal als allererstes aufgefallen ist bei Pamelas Trainings ist, sie spricht im ganzen Training gar nicht mit einem, was ich so ein bisschen, ich will nicht sagen demotivierend finde, aber es ist definitiv motivierender, wenn man von dem Trainer so ein bisschen gepusht wird und er sagt, ja komm, noch 10 und du schaffst das. Das finde ich persönlich für mich angenehmer. Klar, man kann auch ein Workout einfach so machen, Musik auf die Ohren und fertig, aber dann muss man, wie gesagt, wissen, wie die Übung wirklich funktioniert. Es wird bei keiner Übung gesagt, für welche Muskelgruppe das ist. Also, das ist jetzt für die mittlere Bauchmuskulatur, das ist für die Oberschenkel, das ist für den Po, das ist für sonst was. Das wird bei keiner Übung gesagt. Das heißt, wenn ich nicht sehr sportlich bin, weiß ich gar nicht, welche Muskulatur ich aktiv anspannen muss, um die isoliert trainieren zu können. Heißt, ich mache zum Beispiel eine Kniebeuge, also einen Squat. Ich weiß, meine Beine und meine Po-Muskulatur wird da beansprucht, wenn der Trainer mir das sagt. Das heißt, ich spanne die Muskulatur an und mache die Übung einfach viel isolierter. Dann eine ganz, ganz große Gefahr bei Beginnern oder Anfängern, die einfach noch nicht so viel Sport gemacht haben, ist, dass sie aus Versehen Muskeln anspannen, die nicht zur Übung gehören. Zum Beispiel, ich mache eine Übung für den Bauch und bin hier oben total verkrampft und verspannt, weil das anstrengend ist und weil ich es halt nicht weiß, dass ich das nicht machen darf. Und dann habe ich am nächsten Tag mega Nackenverspannungen oder bin hier total zu, bekomme Kopfschmerzen und so weiter. Also auf sowas hat sie nicht geachtet, das wurde nicht kommuniziert. Und das finde ich wirklich bei einem Anfängertraining ganz besonders wichtig, dass man diese Informationen mündlich an den, der mittrainiert, weitergibt. Denn man kann bei so einem Training, wo man sich ständig bewegt und Übungen und hoch und runter macht, nicht davon ausgehen, dass derjenige, der trainiert, ständig den Blick auf dem Bildschirm behalten kann. Vor allen Dingen, wenn man zum Beispiel Crunches macht, also Sit-Ups, Bauchmuskelübungen und ständig mit dem Kopf vor und zurück geht, kann ich nicht die ganze Zeit auf den Bildschirm schauen, weil dann verspannt mein Nacken erst recht. Und deswegen finde ich so eine mündliche Anweisung für Beginner sehr, sehr wichtig. Eine positive Sache beim Training fand ich die Übungsabfolge. Also es waren einige Übungen dabei, wo so ein bisschen auf die maximale Beanspruchung der Muskulatur geachtet wurde, dass man den Muskel in unterschiedlichen Bewegungen unterschiedlich belastet, was dazu führt, dass der halt komplett ausgereizt wird. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Also dass man Bauchmuskelübungen aufeinander folgen hatte, die sehr, sehr effektiv sind und die man auch gut nachmachen konnte. Ich fand auch gut, dass in dem Training Pausen eingebaut waren, denn ohne diese Pausen hätte ich das Training nicht geschafft. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich selbst bin Fitnesslevel-Anfänger und ich hätte das niemals durchziehen können, wenn diese Breaks dazwischen nicht gewesen wären. Aber mit denen ging es gut. Auch die Dauer der einzelnen Übungen, ich glaube, es waren bei fast jeder Übung oder sogar bei jeder 30 Sekunden, finde ich sehr, sehr gut. Also das war definitiv aushaltbar. Klar, bei so Sachen wie einem Plank ist jetzt bei mir, war halt 30 Sekunden manchmal zu schwierig, aber ich habe dann einfach eine ganz kleine Pause gemacht und dann nochmal neu angesetzt. Es wäre halt schön, wenn man zum Beispiel noch einen Trainer dabei hat, der eine leichtere Variation macht oder wenn man eben gesagt bekommt, hey, wenn das für dich noch zu schwierig ist, dann mach die Übung auf den Knien oder wenn du keine Liegestütze machen kannst, dann mach Damenliegestütz auf den Knien. Ich habe so das Gefühl, wenn jemand, der Anfänger ist, so ein Training macht und dann halt eine super sportliche Dame da sieht, die das
ohne mit der Wimper zu zucken, voll durchzieht und man selber denkt sich so, kacke, ich kann die Übung nicht, was mache ich jetzt? Dann macht man unter Umständen gar nichts und das ist natürlich absolut nicht effektiv. Was ich auch sehr gut fand beim Training war, dass es eine Aufwärm- und Abwärmphase gab und die Abwärmphase auch tatsächlich fand ich sehr, sehr schön. Also man hat auch die Dehnübungen zum Beispiel 30 Sekunden lang gehalten, was ich sehr gut finde, weil eben erst nach ein paar Sekunden, ich sag mal so 10 bis 15 Sekunden, der Muskel in die Dehnung geht und dann muss man weiter dehnen, auch wenn es sich dann schon angenehm anfühlt. Aber wie gesagt, für mich persönlich ist ein Beginnertraining davon abhängig, dass der Trainer dem Trainierenden sagt, was er tun muss. Und noch eine Sache, das ist jetzt so ein bisschen auch eine Frage an euch Ladies, vor allen Dingen an die kurvigen Damen, die mir gerne zuschauen. Ich persönlich bin jemand, der sich null mit anderen Frauen oder Figuren vergleicht. Deswegen hätte ich auch kein Problem, ein Training von Pamela Reif zu machen, die ja einen super fitnessdurchtrainierten Body hat, der wunderschön aussieht, diese Übungen durchzieht wie nix, nicht mit dir kommuniziert und du einfach nur das Gefühl hast, okay, ich mit meinem Schwabbelbauch kann das nicht und jetzt? Was mache ich jetzt? Also da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und wie ihr das so seht. Das ist jetzt eigentlich auch schon so ziemlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Also wie gesagt, ich denke, wenn man sportlich ist und Sportler ist und weiß, wie man zu trainieren hat, kann man viele Trainings ausprobieren und einfach schauen, was einem am besten liegt. Aber ich finde, ein Anfänger- und Beginnertraining sollte ein bisschen anders aufgebaut und strukturiert sein. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht gibt es ja Anfängertrainer unter euch, die das anders sehen. Dann immer her mit eurer Meinung. Und ich wollte auch noch gerne von euch wissen, ob euch denn das Spaß gemacht hat, dass ich einfach mal was anderes ausprobiere. Wenn ja, dann könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne sagen, welche Trainings noch so da draußen in dem YouTube-Kosmos rumschwirren, die wir zusammen ausprobieren könnten. Dann schaue ich mir die sehr, sehr gerne noch an. Vielleicht gibt es irgendwas, wo ihr möchtet, dass ich besonders drauf achte und euch das dann eben wiedergebe und reflektiere. Dann lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Dann mache ich das gerne für euch. Ich hoffe natürlich, dass ich euch damit helfen kann und ihr dann so ein bisschen Einblick da rein bekommt, wie diese Trainings aufgebaut sind und ob vielleicht irgendwas dabei ist, was ihr gerne mal probieren würdet. Dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Dann sehen wir uns beim nächsten Video nämlich auch wieder. Tschüss!